Immer noch auf der Suche nach Weihnachtsgeschenken bin ich in einem Laden gelandet, der von außen sehr gemütlich aussah. Wo sind wir denn hier? Wir sind bei Viani Alimentari. Wir sind ein italienisches Feinkostgeschäft. Und es gibt es jetzt am diesen Mittwoch seit 3 Jahren. Wir haben also Geburtstag, also bitte unbedingt mal vorbeischauen. Was gibt's hier alles? Im Prinzip gibt es eigentlich zu 90% italienische Feinkost. Wir haben nebenan noch eine kleine Backstube, wo wir unsere Focaccia backen. Das kennen nicht viele, mittlerweile zum Glück immer mehr. Es ist quasi der Vorgänger der Pizza mit unterschiedlichen Belegen. Es gibt, wie gesagt, die schönen leckeren Cornetti, gefüllt mit Aprikosenkonfitüre, mit Schokolade oder auch leckeres italienisches Brot natürlich. Und ich suche ja gerade Weihnachtsgeschenke. Von außen sieht es ja etwas teuer aus. Der Laden, täuscht der Eindruck oder wie sind so die Preise? Kann ich mir das leisten als Student? Das hören wir leider relativ häufig, aber wir haben wirklich für jeden was dabei, von der Trüffelpraline bis zum teuren Grappa. Also ich sage mal, wir finden ein schönes Präsent für 5 Euro, wir finden auch was für 500 Euro, also da ist wirklich für jeden was dabei. Ich suche jetzt noch was für meine Großeltern, hast du da eine Idee? Die Großeltern, die kochen wahrscheinlich selber gerne, oder? Besonders ja. Die Großmutter wahrscheinlich. Kann man natürlich unterschiedliche Sachen wählen. Also man kann anfangen bei so generell Zutaten wie ein schönes Olivenöl, eine schöne Pasta, Gewürze oder auch mal für den Großvater was Spezielleres, wie halt gerade jetzt im Winter eine schöne Flasche Grappa. Okay, und so für Leute in meinem Alter, wenn ich jetzt meiner Freundin was Gutes tun will? Mag sie Schokolade? Ja. Dann würde ich unsere leckeren Trüffelpralinen wählen. So eine ganz dichte Trüffelpraline mit Haselnüssen oder Pistazien. Die gibt es von weißer Schokolade bis ganz dunkel. Die sind sehr, sehr lecker. Die haben so einen gewissen Suchtfaktor. Die muss man eigentlich mal probieren. Hört sich gut an. Eine letzte Frage habe ich noch. Was wünschst du dir zu Weihnachten? Das ist eine gute Frage. Ein bisschen mehr Zeit. Bisschen mehr Ruhe. Nein, also klar, gerade jetzt in der Weihnachtszeit ist es sehr hektisch und viel zu tun. Aber... Und was kochst du am Weihnachtsabend? Ich glaube, wir machen Raclette. Wir haben uns da noch gar nicht so direkt was überlegt. Also nichts Italienisches? Bislang noch nicht. Okay. Gut, vielen Dank. Gerne.